Unser Hof. Da wären wir wieder. Wir haben das letzte Mal zweimal Transportmissionen gemacht. Das war natürlich sehr spannend, hat uns auch eine Menge Geld gebracht. Wir sind jetzt bei 75.000 oh Gott. Nochmal. 75.414 Dingens, Euro, keine Ahnung. Wir gucken mal, was wir jetzt für Aufträge haben. Okay. Ah, da haben sie gerade gewechselt. Oh, hier. Ein Familienhaus mit ausgebautem Dachboden bei Familie Koch. Zwei Aufträge. Wir brauchen nur einen Anhänger und baggern müssen wir auch nicht. Von der Schwierigkeit her, wenn das die Schwierigkeit ist, ich weiß es nicht, dann wäre das eins. Zeit 18 Minuten, Hendrik. Drei Aufgaben. Besorge vier kleine Ziegelsteine Ton von einem Baustoffhändler, transportiere Ladung in den markierten Bereich. Dann besorge vier kleine Dachpfannen, grau von einem Baustoffhändler. Und dann zweimal Isomaterial von einem Baustoffhändler. Na Wahnsinn. Können wir das nicht gleich machen? Einfach? Egal, wir machen das jetzt mal. Auftrag annehmen. Laden. Wahnsinn, was der jetzt laden musste. So. Dafür brauchen wir unseren weißen LKW. Der unseren Dreck noch drauf hat, wie ich sehe. Den können wir mal. Wie war denn jetzt? Nee, so. Einfach mal wegkippen. So, jetzt hier. Runter damit. Hallo? Aha. Scheint ein sehr festsitzender Dreck zu sein. Na dann nicht. Dann lassen wir den Dreck drauf. Das Klebedreck. Unser Auto ist... Oh, geht auch automatisch zu. Unser Auto... ist auch stockdreckig, aber eine Waschanlage haben wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal zum Baustoffhändler. Kurz ein Blick auf die Karte. Aber wir müssen noch dann... Hä? Moment. Besorge vier Kleins von einem Baustoffhändler. Ja, dann müssen wir erstmal zum Baustoffhändler. Der war, soweit ich weiß... Irgendwo hier. Da ist er doch. So. Und dann will ich mal sehen, ich mache das einfach mal, ob wir nicht gleich alles zusammen kaufen können. So. Ach, guck mal einer, schau. Da steht auch noch der Gedönse, Dingens, Bummens. So. Wir gucken mal. Juhu. Wir müssen kaufen. Kleine Ziegelsteine Ton. 1, 2, 3, 4. Einkaufen. War noch 4, oder? Ja. So, dann brauchen wir uns hier keinen neuen mieten, weil der immer noch da ist. Aber die Autos haben gewechselt. Und wir machen natürlich wieder Innensicht. Wir spielen ja einen Simulator und keinen... das sind ganz schön viele. Ich glaube, ich müsste wahrscheinlich vorher mal... Ich sehe gar nicht, wo die... Ja, das hat, glaube ich, gepasst. Allerdings... Ah, doch. Komm. Runter. Sind ja nur Tonziegelsteine, die gehen nicht kaputt. Wenn ich mal einen neuen Job brauche, dann fange ich beim Baustoffhändler an. Im Lager. Wo habe ich die jetzt eigentlich festgenommen? Oh, ja, bestimmt nicht da, wo es sein soll. Okay. Wie gesagt, ich glaube, dass ich tatsächlich nicht mehr als diese vier Sachen darauf kriege. Könnt natürlich stapeln. Witzig.
Was passiert eigentlich, wenn ich... Bam! Das war jetzt nicht so. Oh. Ah, kommen wir hier runter. So. Dass man nicht rückwärts fahren kann. Das nervt. Also, nicht erst lenken und dann rückwärts fahren. Ach so. Ich vergesse Optionen. Gameplay. Fahrverhalten. Simulation und Arcade ausgewogen. Na. Standard Euro. Ist schon bei Simulation. Lassen wir mal so. Will jetzt hier nicht Arcade. Ich fahre schon mit dem Simulationsmodus wie ein Arcade-Spieler. Kann ich jetzt zurücksetzen oder muss ich jetzt nicht genug Platz zum Aussteigen? Hat ja auch nicht zwei Seiten, das Ding, ne? So. Ladung zurücksetzen. Ja, super. Ach, einsteigen kann er von der Seite. So. Dass man nicht sieht, wo die Gabeln sind. Wie machen das? Der ist jetzt zu hoch, das sehe ich. Ich ziehe das jetzt. Ah, Mann, ey. Das soll 18 Minuten dauern. Ich brauche 18 Minuten, um eine Ladung hier rauszuholen. Ach, Mann. Hier, ich muss immer erst fahren und erst dann kann ich rückwärts. Entschuldigung. So, komm mal hier. Ja, super. Ach so, jetzt erinnere ich mich, das passt ja nicht. Ach, nun komm hier raus, ey. Oh Gott. Wir machen das anders. Mir fiel gerade auf, dass das ja nicht geht. Ich hätte mir, glaube ich, mal einen Kaffee mitnehmen sollen. So, jetzt sehen wir auch, wo wir hinwollen. Juhu! Wie gut wir den noch auf die Gabel genommen haben, ne? Muss ich ja jetzt mal gestehen. Das ist ja top. 1A. Besser geht das nicht. Ja, super. Ja, passt eigentlich, ne? Ich finde das, ja, das ist ganz gut so. So, wir haben uns verkeilt. Das ist auch gut. Was soll das denn? Ob du da mal drauf bleibst? Danke. So, und dann jetzt mal noch die nächsten. Frage ist. Aha. Ich versuche gleich mal den Rest da noch drauf zu stapeln. Was ist das denn? Was soll das denn? Ach, Mann, ey. Schöne Euro-Balletten-Dingens. Fällt hier runter. Ich sehe das kommen. Plopp. So. Und du... musst da jetzt mal ein bisschen aufgestellt werden. So. Und... Pieks. So. Und das letzte. Oder brauchen wir den Bagger zum Abladen? Ja, natürlich. Aber stand da nicht. Stand da nicht. Stand da nicht. Puh.
Oh, das ist gut. Wir brauchen uns nie wieder ein Dingens mieten, weil ich ihn einfach nicht mehr zurückgebe. Bezahlen muss ich dafür ja scheinbar nichts mehr. Oh. Ach nö. Nö jetzt hier. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Was parken die auch so blöd? Och, Menno. Muss ich jetzt mit dem Auto wegfahren oder was? Ach, das passt. Ich habe mich verkeilt. So. So. Ich glaube, das ist ganz gut so. Ladungssicherung 1A. Muss mal eben gucken, ob ich die Ladung noch irgendwie sichern kann. Ladung befestigen. Ja, die ist doch. Das ist so 1A. Also jetzt ernsthaft, ne? Das sollen wir mal danach machen. So. Sehe ich hier, was meine zwei. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ach, egal. Wir machen es so, wie es sein soll. Gucken, ob hinten einer kommt. Nö. Nö. Und ab geht's zur Baustelle. Wobei ich immer noch nicht weiß, wie ich das abladen soll. So, da müssen wir noch einmal hier. Oh, du bleibst stehen hier. Ich hab Vorfahrt, mein Freund. Du auch. Du hast ein Vorfahrt-Achtenschild. Und ich muss die Kurve schneiden, denn ich habe wahnsinnig toll befestigte Ladung hinten drauf. Oh, da hinten kommt eine Haarnadelkurve. Wäre besser, wenn wir abgekürzt hätten über unser Gelände. So. Oh Mann, die bremsen ja wie. Ja, nun, was soll das? Alter, fährst du mal? Alter, hier! Armleuchter! So, was ist? Jetzt kommt keiner mehr, dann komme ich. So. Wer baut sich denn hier ein Einfamilienhaus hin? Brennt das? Achso, ne, wir sind ja gleich Feuerwehrsimulator. So, wo geht's denn hier auf die Baustelle? Da. Ich gehe mal davon aus, dass wir so. Wie machen wir denn das? Ich habe eine Idee. Oh Mann. Egal. Einmal die Außensicht. Und ab geht's. Achso, ich hätte vielleicht die Ladung entsichern sollen, ne? Ach, jetzt geht die Erde da auch weg. Muss die Ladung ausmachen. Ladung gelöst. Alles klar. So, das ist wunderbar. Allerdings. Ich hänge ein bisschen fest. Ich muss mich nochmal resetten. Wir machen das mal anders, weil ich da gerade ins Loch reingefallen bin. Und tschüss. Ja. Einmal rückwärts fahren. Bam. So, da ist mir Fratz abgestürzt. Ja, so wie ich das sehe, hat leider das eine Ding nicht gezählt, weil das wahrscheinlich irgendwo liegt. Wie machen wir das denn jetzt? So, mal gucken hier. Ladung zurücksetzen. Ladung zurücksetzen.